Im Anschluss an den ersten Tag des digitalen EU-Gipfels zum Thema Corona bekräftigt Bundeskanzlerin Angela Merkel die Entschlossenheit der EU, autonome Produktionskapazitäten zu schaffen. Fest steht nämlich, dass durch die Mutationen wir vielleicht über längere Zeit, also über viele Jahre, auch in der Lage sein müssen, immer wieder Impfungen mit Anti-Corona-Impfstoff durchzuführen, so wie wir das ja von der Grippeimpfung auch kennen. Und in diesem Zusammenhang hat die Kommission jetzt eine Taskforce unter Leitung des Kommissars Breton gebildet und will den sogenannten HERA-Inkubator schaffen. Das heißt also eine Einheit, die sowohl Ausschreibungen für Produktionsanlagen machen kann, als auch Forschung machen kann in Richtung der Mutationen. Beim Gipfel war auch die Entwicklung eines digitalen Impfnachweises im Gespräch. Hier sind sich alle einig, dass wir so etwas brauchen. Die technischen Vorarbeiten sind gemacht worden durch die Kommission, die dann ermöglichen und auch mit den Mitgliedstaaten zusammen bereits im Januar, das muss jetzt umgesetzt werden, damit daraus ein Gateway, also sozusagen ein Zugang der und eine Kompatibilität der verschiedenen nationalen digitalen Impfausweise entstehen kann. Nach der Bewertung der Antigentests hat Merkel nun einen neuen Auftrag für das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Und ich habe darum gebeten, dass wir auch qualitative Bewertungen durch die ECDC von den Selbsttests bekommen, denn hier haben wir noch sehr wenig Wissen. Die ersten drei Tests sind zugelassen. Die Hersteller geben eine ähnliche Qualität an wie der Antigen-Schnelltest, aber ob das wirklich auch den Erfahrungen entspricht, da gibt es verschiedene Studien, da brauchen wir noch mehr Evidenz.